Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ich habe heute eine Karte für euch, und zwar eine Silvesterkarte. Denn es ist jetzt kurz vor Silvester, wenn mein Upload-Plan so funktioniert, dann haben wir heute den 18. Ja, ich hoffe. Denn dann ist jetzt Weihnachten fast vorbei, ne? Also der nächste Freitag wäre ja der 25. Ich denke, da mache ich einmal eine Pause, eine Videopause. Es sei denn, ich habe noch eine Idee, die zwischen den Jahren irgendwie Sinn macht. Aber mal gucken, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Vielleicht mache ich den Tag auch einfach mal Pause. Und dann würde es weitergehen am 1. Januar. Also da geht's weiter, auf jeden Fall. Mal gucken, da werde ich mich auf den neuen Frühlings-Sommer-Katalog konzentrieren und vielleicht ein Auspackvideo zeigen, oder vielleicht habe ich auch schon was damit gebastelt. Mal gucken. Heute konzentrieren wir uns erstmal auf eine Silvesterkarte. Denn vielleicht habt ihr ja einige, die von euch eine Weihnachtskarte bekommen, aber wiederum einige nicht. Und denen schenkt man oder schickt man vielleicht eher eine Neujahrskarte, wer weiß. Die ist einfach gehalten. Ich habe versucht, ein Feuerwerk zu interpretieren, nennt man das so, und habe geglitzert und mit Farbe gesprenkelt und alles gegeben. Ich muss gleich darauf achten, dass ich nicht ganz so viel Embossing Body nehme. Das hat so ein bisschen Schleier gemacht, aber trotzdem gefällt es mir sehr gut und es ist, wie gesagt, einfach. Und ich habe mal so eine längeres Kartenformat gemacht. Das fand ich ganz schick für Silvester. Und wir starten einfach mal mit schwarzem Farbkarton. Das fand ich irgendwie cool, so Gold und Schwarz zusammen. Der ist 9,5. Mal 21. Da klebt irgendwas. Und den Rest schneide ich gleich, weil wir haben wieder so ein bisschen was trocknen muss. Dann habe ich dann noch so ein bisschen Überbrückung quasi. Und jetzt nehme ich mal nur leicht Embossing Body. Weil ich habe vorhin richtig drauf gehauen und alles gegeben. Und oh Wunder, ich hoffe, ihr habt euch noch nicht satt gesehen. Und solltet ihr es noch nicht besitzen, es ist jetzt, wenn es so ist, dann ist heute 18. und ihr habt noch die Chance, es euch zu bestellen. Der Herbst-Winter-Katalog ist ja bis zum 4. Januar gültig. Keine Ahnung, ob es es jetzt noch gibt. Ich bin jetzt noch im November. Ich habe ein bisschen vorgedreht. Und es ist zauberhaft. Ich kann es euch nur wirklich ans Herz legen, und auch kauft euch auch gleich die Stanzform mit dazu. Vielleicht ist es sogar reduziert. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja nicht in die Zukunft blicken. Und hier ist ein Happy drin. Leider kein Happy New Year, aber ein Happy. Und hier sind diese Dinger drin, die meiner Meinung nach sehr Feuerwerk ähneln. Und ich habe so ein bisschen nach einem Stempel gesucht, der so ein bisschen wie ein Feuerwerk aussieht. Und habe dieses Set hier noch liegen gehabt und habe gedacht, okay, brauchst gar nicht weiter suchen. Das hat mir gleich sehr gut gefallen. Also, schwarzer Farbkarton, Embossing Body und dann Versamark. Das ist die durchsichtige Tinte, an der das Pulver kleben bleibt. Und das war jetzt diese große, was auch immer, Tupfen hier, Stern, Explosion, Schneeflocke. Ich weiß gar nicht, was es in dem Set sein soll. Einfach so ein bisschen Sparkle wahrscheinlich. So, ich muss jetzt mal so ein bisschen schräg gucken, dass ich hier sehe, was ich mache. Und einfach so, ja, gemischt. Hier was aufstempeln, dass das nachher gut aussieht. Ich würde einfach mal jetzt hier stoppen. Und dann nehme ich diesmal kein weißes Embossing-Pulver, sondern goldenes. Wo habe ich denn mein Blatt? Legt euch was unter. Ich habe ja jetzt das goldene Pulver, habe ich nicht im Döschen.
Creme ein weißes, weil ich das so selten nehme. Einfach drüber schreuen. Ich hoffe nicht, dass jetzt zu viel hängen geblieben ist, weil ich den, nee, den Embossing Buddy nicht so intensiv genutzt habe, aber es ist okay. So, erstmal das hier wegmachen. Das mache ich auch total gern, das hier reinschütten. Warum auch immer. Wie das aussieht, irgendwie witzig. Leider lädt sich das Pulver immer ein bisschen auf. Das heißt, man hat immer so ein bisschen eine Schweinerei. Deswegen mache ich das gerne über so eine, hier über meiner Dose. Die habt ihr ja bestimmt schon gesehen. Da habe ich halt nur mein Weißes drin, weil das so das Standardpulver ist. So, jetzt embosse ich es auch gleich, damit es nicht verschmiert. Ich lasse wieder den Föhn ein bisschen vorheizen. Und jetzt ist es auf schwarzem Farbkarton auch wirklich gut zu sehen. Ja, guck mal, wie cool das aussieht. So, das war's. Ich finde, das sieht richtig cool aus auf schwarzem Farbkarton. Ja, und theoretisch kann man es jetzt so schon lassen, aber ich wollte halt nur so ein bisschen, ihr kennt mich, ich mag das, wenn es überall glitzert und sparkly ist und was auch immer, ne? Wenn es halt ein bisschen too much ist, dann mag ich es. So. Guckt einfach, was ihr da habt, was ihr hier aufsprenkeln könnt. Wenn ihr nichts Goldenes habt, dann habt ihr vielleicht den Wing of Stella. Der ist nicht golden, aber dafür glitzert der richtig schön. Meiner ist nur schon fast alle. Das hört man immer, wenn der so anfängt, so zu rüsseln. Den kann man auch so ein bisschen so drüber sprenkeln. Der hat dann halt normales Glitzer, ne? Kein goldenes. Man könnte auch die Glanzfarbe nehmen, die ich schon mal genommen habe. So. Ne, dann haben wir jetzt hier nochmal so einen Sparkle-Effekt. Das lasse ich jetzt mal liegen. Und hoffe, dass es in der Zeit einigermaßen trocknet. Wenn nicht, muss ich gleich nochmal föhnen. So, und dann habe ich für unten drunter natürlich auch ein bisschen was Güldenes. Und zwar ist das diese matte Glanzfolie in drei Goldtönen, beziehungsweise Kupfer, Gold und noch irgendwas gibt es die. Und die schneide ich jetzt auf, kurz gucken, wie breit das jetzt hier ist. Na, geht doch. Das ist genau 20,5, das passt. Also 20,5 mal 10, da muss ich nämlich nichts abschneiden, wo dann ein Rest entsteht.
Achso, ich pack's schon weg. Wir brauchen nur noch die Karte. Und zwar ist das auch ganz einfach. Ihr habt ja das Blatt ist ja 21 breit. Das lassen wir so. Dann schneiden wir hier 21 ab. Dann ist das Ganze 21 mal 21. Und das feilt sich jetzt bei 10,5. Leider hat Stampin' Up keine langen Briefumschläge im Sortiment. Aber das passt. Warum habe ich denn hier jetzt so ein langes Haar? Ich habe doch gar keine langen Haare. Vielleicht von meinem Sohnemann. Das passt in so einen ganz normalen langen DIN-Umschlag rein. So, das kommt gleich hier als Mattung hin. Und dann kümmern wir uns um den Rest vom Schützenfest. Und zwar habe ich da wieder dieses verschneite Zeiten genommen mit dem Schneemann. Und da ist diese längliche Form drin. Und da habe ich festgestellt, dass die jetzt schon echt oft benutzt habe. Die habe ich mir in Weiß ausgestanzt. Die hat irgendwie eine schöne Größe. Und was ich euch auch ans Herz lege, das ist zwar aus dem Hauptkatalog, aber wer weiß, ob das übernommen wird im nächsten Katalog. Das sind die Buchstaben und die Zahlen. Die haben eine super Größe und vor allen Dingen sind es Buchstaben und Zahlen. Oft hat man ja so Sets, wo nur Buchstaben dabei sind oder auch hier ein Hashtag oder ein Und oder ein, hier ist ein Gleich, ein Plus, ein Minus, hier so eine Zacke, ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen kann man machen. Ja, hier irgend so ein Stern, ne? Also da ist einiges dabei und da habe ich mir halt die 2000, ich habe erst 2020 gemacht und dann hatte ich hier lauter Nullen und dann fiel mir auf, hä? Du brauchst ja eine 2 mehr und keine 0 mehr. Also nochmal eine 2 ausgekurbelt und dann hat man hier das 2021. Geht euch das auch so, dass man das immer noch so oft falsch schreibt? Also da bin ich ja total verpeilt immer drin. Ich muss mich echt konzentrieren, dass ich dann 21 schreibe. Das ist genauso, wenn man Geburtstag hat und ist dann, hat ein Jahr älter und muss dann irgendwo sein Alter aufschreiben, dann vertue ich mich auch. Ich klebe das jetzt einfach mit Flüssigkleber auf, weil ich auch den Spruch gleich noch mit 3D-Pads aufklebe. Dann wäre mir das einfach zu viel, wenn ich das hier auch noch erhaben aufklebe. Und außerdem lässt sich es viel leichter aufkleben, wenn man es mit Flüssigkleber macht. So, das lasse ich mal kurz dran trocknen. Ich habe am Anfang gedacht, man könnte da auch noch so einen Glitzy-Stein hinmachen, aber wir wollen es nicht übertreiben. Es kommen gleich noch genug oben drauf, ihr werdet sehen. So, dann brauchen wir hier noch ein Stück Weiß und ein schwarzes Stempelkissen. Ich habe erst, kann ich euch auch mal kurz zeigen, ich lasse euch ja manchmal auch so an meinen Entwicklungen hier teilhaben. Ich hatte erst Pink, weil ich gedacht habe, so ein Farbklecks noch irgendwo rein. Das spiegelt jetzt so blöd. Ich hatte auch Savanne, einfach um in diesem zarten Look zu bleiben. Aber ich muss sagen, Schwarz gefällt mir am besten. Ich habe auch schon, hatte Grün in der Hand und solche Sachen, aber irgendwie zu diesem Gold und Schwarz hat mir dann doch das Schwarz hier am besten gefallen. Und ich kann euch auch mal zeigen, weil ich es gerade sehe. Ich habe meinen Pinsel gereinigt. Er hat so einen leichten Grünschimmer noch.
vom Video mit den Bäumen, aber es ist gut wieder abgegangen. Also das nur nochmal zur Info, wer das Video gesehen hat. So, da kann ich auch schon mal Dimensionals drunter machen. Da habe ich 2 Stück gemacht, auch wenn es vielleicht mit einem gereicht hätte. Aber ich wollte, dass es auf jeden Fall gut und gerade klebt und sich nicht irgendwo eindrückt. Und da kann man auch schon was drunter machen. Und auch da habe ich... war ich ein bisschen verschwenderisch, weil ich einfach wollte, dass es schön glatt aufliegt. Gerade weil dieses Papier, wenn man das so embosst, so grob, dann wälzt sich das so ein bisschen. Hier geht's noch. Man sieht so leicht hier oben. Und dann, wenn das dann schön festklebt, dann bin ich da immer auf der sicheren Seite. So, ich gehe jetzt aber nochmal kurz mit dem Föhn drüber, damit ich es mir jetzt nicht versaue. Muss trotz allem noch vorsichtig sein. Ich sehe noch, dass es an manchen Stellen feucht ist. Hier oben ist so ein großer Popel hingefallen. So. Dieses Happy, das klebe ich jetzt über die 0. Ich habe erst überlegt, das hier so schräg hinzumachen. Dann war mir aber so viel von der 2 weg. Dann habe ich es versucht, hier hinzumachen. Das hat mir mit der 2 auch nicht so gut gefallen. Deswegen kommt es auf die 0. Da passt es ganz gut hin. Da sieht man auf jeden Fall noch genug von der Zahl. Gerade weil es halt bei einer 0 oben und unten gleich ist. Kann man das da drauf gut machen. So. Ich traue mich einfach mal. Ich mache es vorsichtig. So, und jetzt auch hier übertreiben. Einfach, weil wir diese lange, große Fläche embossed haben. Ganz schön was zu tun hier, bis man die alle ab hat. So, jetzt aber. Ich hole es mir wieder hier runter. Hä? Nein, warum ist es zu lang? Das kann nicht wahr sein. Warum ist das denn so lang? Ich habe es doch abgemessen. Ach, du liebes bisschen. Alles wird gut. Alles wird gut. Egal, wenn es unten kaputt geht. So. Wo ist es zu lang?
Es ist tatsächlich zu lang. Aber warum? Macht nichts. Alles nochmal gut gegangen. Jetzt müssen wir leider überziehen, aber da müssen wir jetzt durch. So. Kann ich es retten? Ich hoffe. Jetzt passt's. Das war einen halben Zentimeter zu lang. Also nochmal. Es ist nichts passiert. Diese Teile, ne, die hängen bei mir überall. Abends, wenn ich mich ausziehe, liegen sie im Bad. Morgens, wenn ich aufstehe, liegen sie auf meinem Teppich vorm Bett. Wenn ich irgendwo aufstehe, kleben sie, sie sind in der Küche, sie kleben an meinen Katzen, überall. So, aber dafür ist nichts verschmiert. Das ist doch schon mal was. Jetzt noch falsch aufkleben, das wär's. Oh je, Lili. So, und weil es ja Silvester ist, wer mag, kann es jetzt so lassen, aber ich habe noch goldene Strasssteine und deswegen verballern wir die jetzt. Und zwar habe ich mir gedacht, erst wollte ich sie so dazwischen noch machen, aber die Dinger haben doch die perfekten Löcher hier. Dann kommen die oder rein. Da wird sich da irgendeiner was bei gedacht haben. Huch. Wie gesagt, ihr müsst das nicht machen. Davon eins hin, da noch ein goldenes, da noch ein goldenes und da kommt noch ein kleines davon hin. So. Haben wir überall eins? Ja. Und dann sieht das Ganze so aus. Da hat es aber gefunkelt eben, habt das gesehen. Mega. Also ich würde mich freuen, wenn ich so ein Kärtchen bekommen würde. Ja, ich finde es cool. Gucken, ob man das jetzt erkennt, dass hier mehr Schleier drauf ist. Also ich sehe es, Kamera ist immer ein bisschen schwierig, aber ja, einfach nicht so viel vom Embossing-Buddy nehmen und dann hat man das Problem auch nicht mehr. So. Eigentlich kann ich euch jetzt frohe Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch. Ich mache es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob wir uns noch sehen. Vielleicht mache ich am 25. noch was, vielleicht aber auch nicht. Aber wir sehen uns dann am 1. wieder. Aber trotzdem, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund, bleibt mir alle treu und ja,
Habt eine schöne, gemütliche Zeit, auch wenn dies ja alles ein bisschen anders ist. Macht euch gemütlich zu Hause. Esst leckere Sachen. Bei uns gibt es Heiligabend Raclette, da freue ich mich schon drauf. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst. Und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal.